Yo, Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen XP-Glitch-Clip auf meinem Kanal. Starten wir gleich rein, indem wir hier oben einfach mal auf die Lupe gehen. Hier auf der Lupe angekommen, sieht das Ganze, wie gesagt, bei mir immer gleich komplett anders aus, da ich hier über Cloud Gaming unterwegs bin. Ihr kennt das Spiel jetzt schon, aber trotzdem ist der Map-Code genau derselbe wie bei euch. Also gehen wir hier oben einfach mal rauf. So, jetzt gehen wir hier rauf, geben das Ganze hier einfach mal ein. Das wäre dann die 11969673308. So sieht das Ganze aus. Das Ganze nehmen wir dann hier unten einfach nur an. Zack. So, dann haben wir hier The Shark Gun Game. Die meisten werden es kennen, hatten wir schon öfter. Denkt dran, lasst Liebe da, indem hier einfach das Herz klickt. Dann wählen wir das Ganze hier aus. So, und hier in der Lobby solltet ihr das Ganze jetzt von öffentlich auf privat stellen, da wir natürlich nichts teilen wollen und das Ganze alleine machen wollen. Dann starten wir das Ganze und dann sehen wir uns gleich auf der Map wieder. Hier auf der Map angekommen, spawnen wir alle random, also ich empfehle euch immer, begebt euch immer an einen höheren Punkt. In unserem Fall stehen wir jetzt hier schon richtig, da wir hier in Richtung Roboter müssen. Also wir stehen sogar schon auf dem richtigen Gebäude. Also genau hier zu diesem Gebäude müssen wir. Dann drehen wir uns hier einfach nur um. Dann haben wir hier eine Tür, links und rechts eine Lampe. Wir müssen jetzt hier zu der rechten Lampe, stellen uns da direkt unter, machen hier jetzt irgendein Emote, total egal welches. Und haben dann hier auch schon unser Fragezeichen. So sieht das Ganze aus. Das Ganze nehmen wir dann hier an und kommen damit hier auf eine neue Map. Hier auf der neuen Map haben wir jetzt einen Timer. Das Ganze müssen wir abwarten, bis wir hier einen Code eingeben können. Ihr kennt das Spielchen. Also ich würde euch empfehlen, lauft jetzt hier in der Zwischenzeit einfach rum. Denn das Rumlaufen gibt auch XP, wie ihr hier seht. In eurem Fall höchstwahrscheinlich immer mehr als bei mir, da ich schon so einiges an XP bekommen habe. Ihr könnt euch natürlich auch AFK hinstellen, so wie ich das jetzt mache. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Timer auf 0 ist. So Freunde, der Timer ist auf 0, so sieht das Ganze aus. Denkt dran, dass ihr jetzt hier bei der Eingabe das Ganze langsam eingebt, da das Ganze immer etwas nachzieht. Also fangen wir hier gleich mal mit der ersten Zahl an, das wäre dann eine 7. Dann haben wir hier an zweiter Stelle auch eine 7. Und zum guten Schluss noch eine 7. So, Freunde, dreimal die 7, so sieht das Ganze aus. Das Ganze nehmen wir hier rechts an und kommen damit hier auf eine neue Map. So, hier auf der neuen Map gehen sofort die AFK-XP hoch, ihr seht das Ganze. Also, wir haben jetzt hier links und rechts ein Gebäude. Wir fangen in unserem Fall jetzt hier einfach mal mit dem linken an, indem wir uns jetzt hier einfach mal aufs Dach begeben. Wie ihr hier raufkommt, total egal. Hauptsache, ihr kommt darauf. Dann laufen wir hier am Schornstein vorbei, hier direkt an die Spitze. Und haben dann hier an der Spitze unseren ersten von 5 Points. Das Ganze aktivieren wir. Dann gehen jetzt hier zum ersten Mal die XP hoch. Von hier aus drehen wir uns einfach nur wieder um. Also laufen hier einfach wieder zurück in die Richtung, von wo wir gekommen sind. Und zwar jetzt hier einfach mal über die Mauer rüber. Hier in die Tür rein. Halten uns dann hier sofort rechts. Hier geradeaus. Hier nochmal geradeaus. Und hier in dem Raum bewegen wir uns hier jetzt rechts rüber. Hier die Treppe hoch. Halten uns dann sofort links. Sehr schön. Levelaufstieg. So, dann haben wir hier einen Kartonhaufen und hier haben wir dann auch schon unseren zweiten Point. Das Ganze aktivieren wir, dann gehen auch hier die XP hoch. Von hier aus bewegen wir uns jetzt hier hinten einfach nur mal raus. So, und zwar müssen wir jetzt hier uns etwas links halten und haben dann hier einen Palettenhaufen. Also ich markiere das kurz, genau da haben wir einen Palettenhaufen. Und hier rechts daneben haben wir dann auch schon unseren nächsten Point. Das Ganze aktivieren wir, dann gehen auch hier die XP hoch. Von hier aus drehen wir uns nur einfach wieder zurück. Lauft nicht zu schnell, denn jetzt haben wir hier vorne so eine Schubkarre. Genau hier müssen wir hin. Dann haben wir hier schon unseren vorletzten Point. Das Ganze aktivieren wir. Dann gehen auch hier die XP hoch. So, und damit kommen wir dann auch schon zum letzten Point. Den finden wir jetzt hier drüben in dem anderen Gebäude. Und zwar haben wir hier einen Trecker. Dahinter haben wir einen Anhänger. Und zum Anhänger müssen wir. Und haben dann hier unseren letzten Point. Das Ganze aktivieren wir. Dann gehen jetzt hier zum letzten Mal die XP hoch. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, bis wir nur noch AFK-XP bekommen. In meinem Fall bekomme ich jetzt nur noch AFK-XP. Ihr könnt jetzt eine neue Runde anstarten, falls ihr noch Level braucht. Denkt dran, lasst ein bisschen Liebe da, indem ihr einfach das Herz klickt. Und natürlich auch ein Like da lasst, dass uns das Ganze gefallen hat. So, ich verlasse das Ganze jetzt hier. Und wie ihr seht, habe ich in der kurzen Zeit ganze 2 Level gemacht. Jetzt könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Level ihr gemacht habt. Und wer mich zum paar Level verhelfen konnte, der kann mir gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao!